Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbricht. Noch 7 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf Mirjam. Wie wir wissen, ist Mirjam die ursprüngliche Form von Maria. Mirjam war die Schwester von Mose und sie hatte neben Aaron eine wichtige Aufgabe im Volk Israel. Sie war in einer Leitungsposition und hat sich da nicht reingeschlichen oder manipuliert, sondern sie war von Gott beauftragt. Und das zeigt uns, dass ja gerade das in dieser damals extrem von Männern dominierten Welt, dass Gott sagt, ja, ich möchte auch, dass Frauen in Leitungspositionen kommen. Das sage ich, weil sich die Kirche in ihrer Geschichte so lange damit so schwer getan hat und auch heute noch nicht alle Kirchen damit weltweit gesehen, damit im Reinen sind. Wie wichtig sie war, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass gesondert erwähnt wird im 4. Buch Mose Kapitel 20 Vers 1, dass sie begraben worden ist. Das passiert bei nicht so vielen Menschen der Bibel. 3 Ereignisse aus ihrem Leben werden in der Bibel besonders festgehalten. Das erste Ereignis ist uns bekannt und da denken wir vielleicht gar nicht daran, dass ja Mirjam das war. Nämlich, das war die Geschichte davon, dass Mose als Baby in einem kleinen Kästlein ausgesetzt worden ist, um diesem Baby überhaupt die Chance zum Überleben zu geben. Und da ist es Mirjam, die die entscheidende Rolle hat, dass ihr Brüderchen überleben kann. Super geschickt stellt sie es an, dass das Baby überlebt und schafft es, dass es adoptiert wird von der Königstochter, Pharaonentochter, und fädelt außerdem noch ein, dass ihre Mutter und damit die Mutter des Mose zu einer Ersatzmutter, also Leihmutter für Mose wird, solange wie Mose klein ist. Und im Übrigen, das hebräische Wort, das dort für Kästlein verwendet wird, das ist dasselbe Wort, das verwendet wird, um die Arche zu beschreiben. Und hier wie dort geht es um Rettung. Die Rettung, die Gott für uns Menschen hat. Den zweiten großen Auftritt hat es, als das Volk Israel unter der Leitung von Mose auf wundervolle, wundersame Weise durchgezogen ist, durch das Schilfmeer. Und da haut sie auf die Pauke, und zwar so richtig, lässt es krachen musikalisch und bringt auch andere Frauen dazu, ebenfalls die Pauke in die Hand zu nehmen, und sie singt ein Siegeslied. Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das singt sie gemeinsam mit den anderen Frauen, und das ist so eine der wahrscheinlich ältesten Teile des Alten Testaments. Eine dritte Episode schildert dann eine etwas vielleicht unschöne Szene, nämlich eine Eifersuchtsszene, wo Mirjam und Aaron irgendwie auf den Mose eifersüchtig geworden sind. Es hat was mit der Frau von Mose zu tun, aber vor allem, dass Gott direkt zu Mose spricht und mit ihnen vielleicht nicht so. Bin ich dann weniger wert? Es steckt vielleicht dahinter als Frage. Auf jeden Fall ärgert es die beiden, dass immer auch nur der Mose als der große Anführer gesehen wird. Und so treten sie vor Gott und Gott bestätigt das, indem Mirjam für 7 Tage mit einem Aussatz zu kämpfen hat. Damit aussätzig war, damit isoliert war, in Quarantäne gesetzt wurde,
Das heißt, sie bekam so indirekt von Gott Zeit nachzudenken, zu beten, zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen. Aber vielleicht hat sie auch einfach allergisch darauf reagiert, dass ihr Bruder immer alle Ehre bekommt. Das wäre auch wieder so eine Frage des Neids und der Eifersucht. Aber wie das so ist, immer wieder stehen wir Menschen im Schatten anderer Menschen, obwohl wir selbst Gutes geleistet haben und obwohl wir natürlich selbst vor Gott genauso wertvoll sind. Und dann kommt diese ich-bezogene Frage, sieht mich denn niemand? Doch, sage ich dir, Gott sieht dich und er sieht mich. Und im Übrigen waren für Gott alle drei, also der Mose, Aaron und Miriam, gleich wichtig als Anführer des Volkes. Das ergibt sich aus einem kleinen Wort im Buch Micha, Kapitel 6, Vers 4. Dort spricht nämlich Gott zu Israel: Ich habe dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt Mose, Aaron und Miriam. Da wird nicht unterschieden, also die drei werden als gleichwertig angesehen in ihrer Leitungsfunktion. Und so frage ich dich, als wie du die 15 Minuten gestalten möchtest mit Jesus, möchtest du mal wieder fröhlich auf die Pauke hauen? Ist es vielleicht mal wieder Zeit, Gott zu danken und zu loben? Oder möchtest du dich vielleicht hinterfragen? Gerade die Dinge, auf die du gerne mal allergisch reagierst, die könntest du mit Jesus besprechen, loslassen. Und daran denken, dass Gott weiterhin zu uns spricht, vor allem durch sein Wort. Durch das Wort der Gnade, durch Jesus Christus selbst, durch das Wort der Barmherzigkeit. Und so kannst du heute vielleicht lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, wo Miriam mit ihrem Babybruder in Szene gesetzt wird. Sei gesegnet.